langer Zeit regierten zwei Rassen über die Erde, Monster und Menschen. Eines Tages brach Krieg aus zwischen beiden. Nach einem langen Kampf gewannen die Menschen. Sie schlossen die Monster unter die Erde mit einem magischen Zauberspruch. Viele Jahre später. Mount Everest 2018. Die Legenden besagen, dass die, die den Berg heraufsteigen, nie zurückkehren. Oh nein, wir sind gefallen. Und damit herzlich willkommen zu Undertale. Und bevor wir weitermachen, mache ich mal schnell die Musik laut. Und natürlich meinte ich damit leiser. ja. Okay. Sieht man halt. Also erstmal das alles merken. Oh Gott. Okay. Begin the game. So, name the fallen human. Ja, ihr seht schon, also ich bin eigentlich nicht der, der das auf dem Kanal machen wollte. Ich nehme jetzt einfach Nogi. Eigentlich wollte das ja der liebe Erik machen. Aber, wieder so lange. Nogi, wirklich, wirklich, willst du das nehmen, Trigger? Ja. So, ja, der wollte das ja ursprünglich machen, aber er macht's halt nicht, deswegen mache ich das. Und die schwarzen Ränder an den Seiten scheinen normal zu sein. Okay, das sind also wir. Kann man WASD steuern? Nein, kann man nicht. Okay, man steuert mit Pfeiltasten. In-Game-Menü, okay. Das Spiel soll sehr gut sein und ich freue mich auch tatsächlich ein bisschen drauf. Ich habe mir das jetzt einfach gekauft, weil ich dachte, komm, du hast Bock, weil Baum... Meine, ich habe zwar noch andere Projekte gerade am Laufen, deswegen werden einige sagen vielleicht, was ist das mit Pokémon? Ja, da komme ich später zuerst mal jetzt hier. Howdy, ich bin Flowey, Flowey die Blume. Ach so, Blumi wahrscheinlich im Deutschen, was? Du bist neu im Untergrund, richtig? Mensch, du musst selber hot sein. Jemand sollte dir mal beibringen, wie hier unten alles funktioniert. Ich gesse. Gut, Nico, du kannst Deutsch. Ich vermute, ich muss das mal tun. Fertig? Los geht's. Okay, das ist das Battle-Ding. Das hört sich immer noch so laut an. Also, ich stell's nochmal leiser. Es könnte sein, dass das jetzt zu leise wird. Es hört sich halt sehr laut an, wie gesagt. So. Zieh da hart. Genau. Siehst du das Herz? Das ist deine Seele! Alles, was du brauchst, um zu existieren, jetzt mal so frei übersetzt. Das ist schön, ja. Enter. Deine Seele! Startet sehr schwach, aber sie kann sehr stark werden, wenn du viel trainierst. So. Wofür das Level, das LV steht? Natürlich Liebe! Also Love im Englischen, im Deutschen macht das natürlich dann keinen Sinn. Du willst einfach ein bisschen Liebe, richtig? Keine Sorge, ich gebe dir ein bisschen was. Oh, danke, ich wollte schon immer mit einer Blume hier sein. Verliebt. Hier unten ist... wird die Liebe geteilt. Kleines Weiß. Das Friendliness Palace, warte mal. Bist du bereit? Move around. Also, beweg dich. Hey! Oh. Achso, ich soll die einsammeln. Okay. Du Idiot! Das war doch so klar. Ich kenne da halt ein bisschen alle Themen. In dieser Welt geht's darum,
zu töten oder getötet zu werden. Warum sollte dir irgendjemand diese Möglichkeit geben? Stirb! Alles klar. Dankeschön, du hast mich gerettet. Ich fand die Blumen lustig. Ja, terrible, wie kann ich terrible besetzen? Eine schreckliche, mein Gott, das war jetzt schwierig. Das ist eine schreckliche Kreatur. So eine arme Kreatur. So eine arme, unschuldige. Ein arm unschuldige. Irgendwas, Mann! Oh, ich kann doch nicht reden, das ist zu früh zum Antrag. Ah, sei nicht ängstlich, mein Kind. Gott. Bin Toriel. Derjenige, der auf die Ruine aufpasst. Ich laufe jeden Tag durch, um zu sehen, ob irgendjemand darunter gefallen kann. Du bist der erste Mensch, der seit langem hier ist. Komm mit. Ich will dich durch die Katakomben leiten. Hier lang. Komme. Ich kann. Secret Hunter! Ich will nochmal Flowey sehen. Flowey war lustig. Seele! Eine Söhne! Ich bin völlig am Übersteuern wahrscheinlich gerade, das war ja alles. Das passt halt so. Hi. Hier glitzert was. Einsammeln. Wie. Der Schatten der Ruinen liegt über dir. Und füllt dich mit einem Ziel? Die HP wurden. Ja, okay, safe. Achso, das sind Save Points. Okay, gut. Komme. Willkommen in deinem neuen Haus, Unschuldiger. Erlaube mir dich zu unterrichten, wie du, was? Erlaube mir dich in der Operation der Ruinen zu unterrichten. Die Ruinen sind voller Puzzle. Uralte Fusion zwischen Diversion und Fürwahl. Hä? Okay. Einer muss sie lösen und dann von Raum zu Raum laufen. Ja. Und los geht's. Um weiter zu kommen, musst du verschiedene Schalter aktivieren. Keine Sorge, ich habe sie so, dass... Also, ich habe sie so ausgelegt, dass du sie einfach nur aktivieren kannst. Also. Also ich sehe keine Schalter. Mach einfach mal das hier. Okay, hä? Können wir nicht noch anders als mit Enter? Mausklick? Ne, also mit Mausklick arbeitet man hier gar nicht. Okay, also den Rechner wir nicht drücken dürfen. Hervorragend, ich bin stolz auf dich, mein Kleiner. Lass uns weitergehen. Das passiert nicht den Drücker. Der Arbeit, der funktioniert mal. Gut, machen wir so. Weil du ein Mensch in dem Untergrund bist, könnten dich Monster angreifen. Du solltest dafür vorbereitet sein. Aber, ja, sorge dich nicht. Der Prozess ist sehr simpel. Wenn du ein Monster findest, wirst du in einen Kampf geraten. Während du davon bist, versuche eine freundliche Konversation aufrechtzuerhalten. Versuche Zeit zu gewinnen. Dann wird Toriel kommen in den Konflikt. Okay, practice. Okay, jetzt sollen wir also darüber reden. Ja, jetzt werdet ihr euch denken, hä? Kampf? Und dann soll ich mit dem reden? Hä? Undertale ist ein Spiel. Oh, well, you won, you earn. Die Dummies sind nicht fürs Kämpfen gedacht, die sind fürs Leben. Okay. Undertale ist nämlich in Wahrheit ein Spiel, das ist wieder ein Puzzle, mal sehen, ob du es lösen kannst, in dem man tatsächlich kämpfen kann, ohne, was hiermit vielleicht, ohne, dass irgendjemand stirbt.
es gibt in Undertale den sogenannten Pacifist Run. Da stirbt keiner. Und ich vermute, so wie das jetzt ist, heißt das, man muss den Kampf einfach nur lange... Oh, ein Monster. Froggy trefft an! Nein! Kompliment! Er hat nicht verstanden, was du gesagt hast, aber freut sich trotzdem. Wie sie einfach nur kommt, er so... Du gewinnst, okay. Okay, also so funktioniert das, wenn man Pacifist-Run macht, aber... Will ich nicht. Okay, gut. Hier muss man halt rausfinden, wahrscheinlich welchen Weg man laufen muss. Der westliche Raum... Ah ja, okay, gut. Also hier sieht man den Weg, den man laufen muss. Das kriegt nicht hin. Also warte mal. Das sind zwei Felder, eins hoch, zwei rüber, runter, drei rüber, hoch, durch. Also, das ist das Puzzle, aber... Hier in meiner Hand fällt mir dann. Ich mag Toriel. Ich glaube, Toriel mag jeder. Die ist übelst nett. Cooler Kara. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich die einzige ist, die nicht böse ist, weil das wäre jetzt so ein Schritt rausgekommen. Also die Puzzle sind vielleicht ein bisschen zu gefährlich für dich. Nö. Bisher super weit gekommen. Ja, sorry, dass du mich immer mit an der Hand genommen hast. Egal, ich habe eine schwere Aufgabe für dich. Ich möchte, dass du zum Ende des Raums alleine kommst. Kommt ja wieder die Stacheln, das schaffe ich auch alleine nicht mehr, das zu merken. Wie soll man sich das merken? Was ist jetzt mit den Stacheln? Warte. Das hat was mit den Lianen zu tun. Eins. Da bist du. Hallo, mein Kind. Hä? Keine Angst, ich hab dich nicht verlassen. Ja. Ich war die ganze Zeit hinter dieser Statue. So. Danke, dass du mir vertraut hast. Aber trotzdem war da eine, war dahinter was Wichtiges, und zwar um herauszufinden, wie unabhängig du bist. Ich muss aufpassen. Ich muss mich an ein paar Aufgaben halten und du musst alleine sein für eine Weile. Bitte bleib hier. It's dangerous to go alone, take this. Ich habe eine Idee. Ich werde dir ein Handy geben. Oh ja. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich einfach an. Sei nett, okay? Ich will nur die Statue. Das ist nichts mehr. Okay. Ring! Hallo? Hier ist Toriel. Du hast diesen Raum noch nicht verlassen, oder? Da sind ein paar Puzzle voraus, die ich immer noch zu erforschen habe. Es wird sehr gefährlich, wenn du sie selbst versuchst. Sei nett, okay? Blick. Froggit! Rivit! Rivit! Entschuldigung! Winch! Okay. Also er hat gerade gesagt, wenn man richtig actet... Froggit hopped close. Wenn man richtig actet oder sie... weit runtergebracht hat. Dann werden sie vielleicht sagen, dass sie nicht mehr kämpfen wollen. Also dann wollen sie nicht mehr kämpfen, dann soll man, hat er gesagt, bitte Mercy machen. Froggit! Croak, croak! Quack, quack! Also das, was ihr hier seht, ist praktisch, also das Herz, was ich steuere, muss halt ausweichen. Egal. You won, you earn 3x. Nein! Lass weg! Egal. Kann man das speichern? Ja. Also
das, was man da gesehen hat, halt mit dem Herz, wo ich das rumsteuere, da muss ich halt ausweichen. Davon gibt es später anscheinend noch riesige Rätsel mit. Wimsum. Wimsum. Du approachst mich nicht mehr so, wenn das so weitergeht hier, hey. Lass mal voll gnadenlos alles killen, was geht. Da steht, nimm eins. Nimm, ja. Du hast eins genommen. Ja. Monster. You ate. Wow. Warte, kann man das ewig machen? Hau das. Du hast mehr genommen, wie ekelhaft. Hä? Warte mal, was? Wie komme ich jetzt zurück? Backspace? Kann ich noch eins nehmen? Also, habe ich jetzt zwei Monster Candy einfach so genommen. Die gemacht schon das Spiel komplett falsch. Wahrscheinlich. Eins habe ich schon wieder nicht genommen, wenn ich gesehen, dann nicht aufgenommen habe. Egal, ich denke, wir können noch ein bisschen weiter spielen. Zur Not schneide ich das halt in zwei Parts. Ey, Froggit! Ey, Froggit, Mann! Ich weiß nicht, ist es genau die Mitte perfekt oder... Oh, was machst du denn? Au! Oder ist eher so dieser grünen Balken daneben, sind die perfekt? Hopp, hopp. Okay. Au, shit. Bin ich scheiße. Pow. 3 XP und 2 Gold erhalten. Nice. Wir laufen jetzt einmal weiter. Oh nein. Hier, Wimsum. Sag mir sofort, wo es lang geht hier, hey. Zack. Hier anscheinend die Grünen oder Wimsum ist einfach nur scheiße. Deine Liebe ist höher geworden, also mein Level. Alter, und ich bin auch noch so dumm und laufe ans Falsche, ey. Mein Gott. Ring! Hallo? Hier ist Toriel! Was? Warum ist egal? Was magst du mehr? Cinnamon oder Butterscotch? Oh Gott. Was weiß ich? Hab ich beides noch nicht so richtig? Ah, ja, natürlich. Danke dir. Klick. Ring! Hallo, hier ist Toriel. Du hast nicht Cinnamon, oder? Ich weiß, was du merkst, aber... Okay, ich sage jetzt einfach nur... Du hast das nicht und du würdest auch deine Nase nicht zu hoch setzen. Oh, bin so... Nee, Froggit. Also, Froggit... Zack! Trippet, trippet. Oh nein, das ist das. Okay. Froggit scheint nicht zu wissen, warum er hier ist. Okay, die Mitte scheint doch besser zu sein. Okay, also ganz genau, die Mitte scheint perfekt zu sein. Froggit scheint nicht zu wissen, warum er hier ist. 3 von 4 grauen Steinen solltest du schieben. Okay, warte, was? Okay. Dusche. Nee. Ah, hier sieht man den Weg, den man laufen muss. Aber einmal runter. Das geht komplett durch. Okay, da steht hier drauf wahrscheinlich einfach nur so. Please don't step on the leaves. Ja. Ja, die Leaves sind dann halt die Fallkuchen. Okay. Okay, also ganz... Alter, Froggit. Jetzt acten wir mal gegen Froggit. Check. Froggit. 4 Attack, 5 Defense. Leben ist sehr schwer für diesen Gegner. Oh nein, die Fliegen. Ich mag die Fliegen nicht so. Press.
Er hat nicht verstanden, was du gesagt hast, aber es ist trotzdem gruselig. Schimmer, schimmer, zitter, zitter. Er möchte nicht mehr, er möchte einfach nicht mehr. Komm, komm, immer. Hat nicht gesagt, was du gesagt hast, aber freut sich trotzdem. Freut sich tief. Rin. Komm, wir geben dir jetzt noch ein Kompliment, wenn du da nicht aufgehst. Ich bin richtig. Ich bin ganz schön. Gut. Ne, warte mal, komm. Warte, wie kann man zurück? X? Ja, mit X, okay. Komm. Ribbit ist doch unser Freund, das ist doch. Ja, das ist doch das Rätsel, würde ich sagen. Na, jetzt, dann jetzt weiter. So, wir sind den Weg, hier sind wir gelaufen. Is. Okay, 3 von 4 Steinen. Also. Okay, das Rätsel haben wir gemacht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge dann da. Oh, viele Frogits. Frogit A, Frogit B. Nee. Ja. Wir bekämpfen die, Alter. Zach! Bäm! Trippelt, hopp, hopp. Oh, greifen die gleichzeitig an. Ach du Scheiße. Hier kommt. Oh. Fuck. Okay, aber ich hab ihn trotzdem. Miau! Okay. Übrigens, ich spiele das Spiel auch, weil ich eine Musik-Hure bin und die Musik ist bis jetzt richtig geil. Nein, in Spielen bin ich einfach so. Du bist von seiner rohen Kraft beeindruckt. Verarscht. Die Technik ist auch lustig. Ja, aber die Musik ist ganz nice und ich bin in Spielen immer eine Musik-Hure. Deswegen Spiele mit guter Musik, mag ich. Sind immer meine Lieblings. Miau. Also meinetwegen Donkey Kong Country 2, was ich auch noch vorhab, hier mal zu Let's Playen. Sau geile Musik, muss einfach sein. Okay, nach diesem Kampf würde ich sagen, beenden wir die Folge hier erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen bei Undertale. Sagt mir Bescheid, ob es euch gefällt. Ich denke doch, weil Undertale ist ja schon ein gutes Spiel. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin und ciao.